Das ist doof, wenn man diese ganzen Bezugspunkte nicht mehr hat. Hier geht's auch nicht. Schrecklich. Ich hasse dieses Level, wie die Pest. Ja. Aber hier nichts mehr blickt. Wo geht's jetzt lang? Ich habe mich jetzt 8-mal gedreht und habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ist egal. Also, auf jeden Fall, wenn man runterkommt, dann kommt man auf jeden Fall auf diese Stege direkt drauf. Das glaube ich, hatte ich euch ja noch irgendwie. Versucht euch daran zu erinnern, wie das nochmal war. So, aber wenn man auf die Stege drauf kommt, da braucht man im Prinzip, kommt man irgendwann an diese Weggabelung. Ne? Dann ist hier rechts der Ephemer-Augenstein, da weiter hoch war auch ein Item. Und wenn man hier dann lang geht, ne, da kommt man hinten zu diesem Ring, den wir gerade gelootet haben, den Seuchenring. So, das heißt, jetzt gehen wir erstmal wieder hier lang. Ich will eigentlich schon noch raus hier. Schrecklich. Also einfach ein bisschen rumlaufen. Ich meine, das Level ist, ja, schick ist es nett. Ist jetzt auch nicht super hässlich, aber ach naja, ich weiß nicht. Also mein Ding ist es nicht. Das ist sowas, da sage ich mir immer wieder, das ist genauso wie Schandstadt. Ach, gebraucht hätte ich es nicht. Ja. So. So, hier hinten gibt es nochmal zwei schöne Items zu looten. Einmal eine Soldatenseele und hier müsste es sehr gutes Gras geben, Dunkelmondgras. So, ruhig nochmal hochheilen. Ach, dass diese Sachen immer direkt hier reingelegt werden, das ist immer ein bisschen. Manchmal ist es ja schön, aber manchmal nervt es auch ein bisschen. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem Konsorten an Gegner, der ziemlich happig ist. Und zwar gibt es hier überall unsere allzeit beliebten. Wie heißen sie nochmal? Diese Klingelteile, die ihr kennt ja noch aus 3.1, ne? Diese Ping, ja, die alles Mögliche machen, um einen zu verwirren und kaputt zu kriegen. So, und hier gibt es aber die etwas härtere Version jetzt. Und deswegen würde ich auch erstmal empfehlen, dass man sich auf jeden Fall den Ring des Diebes nimmt, damit man nicht sofort entdeckt wird. Da vorne ist schon einer. Weil da kann man sich erstmal an die Jungs ranschleichen, mehr oder weniger. Einen Stich reinmachen. Also die sind super hart. Also die, wenn die mal erstmal losfeuern, ja, das tut richtig weh. Also wirklich dann eher gucken, dass man schnell drankommt, dass man den Backstep verpasst, ja, und dass man die dann halt sofort totschlägt. Und am besten mit dem Diebesring erstmal rumlaufen, dann hat man auch die Chance, die wirklich zu backsteppen. So, hier oben gibt es ein paar lockere Jungs, die nicht so schwer sind. Ein paar große, ein paar kleine irgendwo. Dann ist noch ein kleiner. Und was hier ganz wichtig ist, ab jetzt sind die Echsen enorm wichtig, weil die droppen uns natürlich in Reihenfolge jetzt schöne Mondsteine. Und Mondscherben. Und wir wollen natürlich auf jeden Fall irgendwann mal einen reinen Mondstein ergattern, damit wir uns eine tolle Waffe machen können. Da hinten ist die erste. So. Das heißt aber, dass wir nach vorne erstmal so wegjagen. Ohne das Vieh da hinten aufzuschrecken. So. Okay, und los. Vorsicht, die hauen sofort ab. Man muss sie immer irgendwie ein bisschen in die Ecke drängen, damit sie ja nicht abhauen. Es tut auch weh, Mensch. Mondlicht Klumpen. Kein Reiner. Das holen wir uns schon, keine Angst. Ja. Das kriegen wir. Irgendwann kriegen wir sie alle. Ja. So. Weiter looten. Es gibt eine Stelle, das ist kurz vorm Endboss hier in der Welt 3. Da droppt das relativ gut. Da werden wir natürlich dann versuchen, mal gucken, eventuell trickst ich auch eine Runde. Weil, wie gesagt, ich hätte schon ganz gerne so langsam mal einen Uchigatana in der Version Mond. Plus 5 am liebsten. Und dazu brauche ich natürlich auch einen reinen Mondstein. Und das ist, dass die Drop-Wahrscheinlichkeiten sind, naja, ja, schon recht gering.
Klappt nicht immer. Ja. Übrigens, hier ist einer da. Da vorne. Da. Vorsicht, der feuert auch gerne. Ach so, ja. Solche Ring der magischen Schärfe natürlich nicht an. Das ist aber nicht schlimm. Die kriegen wir auch so platt. Das ist das Geile an diesem Spruch. Ne? An Sehnenstrahl, das geht halt durch mehrere Gegner durch. Ja, das ist super. Das ist schon super cool. Ach, geh doch mal mit deinem blöden Zeug weg. So, da ist noch einer. Gut, zwei Schuss. Okay, was trinken. Leiche looten, damit uns der Kram nicht verloren geht. Mana auffüllen. Und da sind wir doch schon fast bei der zweiten Kette, ja, weil das ist der zweite Turm, den wir erklimmen werden. Und da finden wir die nächste Kette, die zu lösen ist. Also die ganzen Untoten, die da wieder was rumhalten in der Kurve, Händchen haltend. Ja, auch noch eine Seele. Und wenn ich, glaube ich, hier rumlaufe, genau, da komme ich genau so. Genau zum Fahrstuhl, da ist er. Zack, einmal drauf. Ist echt dunkel, ich sehe gar nichts. Ja, vielleicht sollte ich heute Abend nochmal weiterspielen. Dankeschön. Aua! Arsch. Komm her, bist schon gelandet. Nein, der ist noch nicht gelandet. Ja, hier ist... So geht es nicht, Meister. Na, 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 gib das her. Gut, auch noch gekriegt. Was auch immer es war, keine Ahnung. Unwichtig. So, hier haben wir unsere Jungs wieder. Ja, genau. Hier auf die schärfere Variante des Schwerts. Zu geil, die Geräusche. Ja, das hat ein bisschen was von Alien, finde ich. Ja, so ein bisschen Kokon-mäßig. Ne? So, ja. Also das Herz haben wir gelöst, haben wir alles kaputt gemacht. Jetzt ist man quasi, und das ist halt wieder mal so super geil, das Level-Design, jetzt geht man hier über diesen Steg und ist im Endeffekt wieder da, wo man schon mal war. Ihr seht's gleich. So, dann nehme ich da rechts in weiter Ferne. Was war denn das? Ach, der, ja, ja, okay. Da kommt noch einer. Na, komm her. Schätzchen. Na, ich lang rummache. Ja. Und zwar da vorne ist unser Kaltstein. Da ist der Kaltstein. Und jetzt können wir quasi Richtung Boss marschieren. Wobei wir erstmal, Moment, erstmal was trinken, damit wir frisch sind. Der Boss wird super hart. Das ist. Ich hätte schon keinen Bock mehr drauf. Ja, okay. Und jetzt können wir hier lang. Jetzt gibt es halt überall diese Jungs hier. Die bereiten uns aber jetzt nicht wirklich die großen Probleme. Ja, die sind relativ fix kaputt gemacht. Ja, glaube ich, noch einer von oben, oder? Oder ist das schon weg? Ah, ne, den haben wir schon getötet vorhin. Da liegt er ja noch. Ja. Jetzt können wir rechts runter und können unten auf jeden Fall den Kram abgrasen, weil ja das Herz ist da runtergeplumpst und gibt uns jetzt nochmal ein paar Zugriffe auf ein paar Items. Die wollen wir natürlich mitnehmen. So, und wollen hier natürlich noch das ein oder... Oh, ah ja, stimmt. Hui, ganz vergessen. Die Jungs hier, die teilen sich oft, ne, in zwei Teile. Deswegen, also der erste Schuss ist nicht immer zwingend derjenige,
der sie killt. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. So. Hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Nein, 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 gib das her! Oh. Ich hasse das, ne? Man tötet die und dann fallen die einfach irgendwo runter, ja. Mann! Aber ihr seht, die Macht des Spellswords, also hier kann fast nichts passieren hier. Fast nichts. Ich glaube, am Ende vom Gang, da ist noch mal einer. So ein Pfeilknilch, deswegen mit vollem Leben hinlaufen, ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Da steht sogar auch noch einer. Ja, da ist einer. Ich dachte mir schon, dass das wehtun wird. Gut. Na. Komm, schieb ab. Weg! Das ist ja immer dein Clemens. So, hier gibt es nochmal schöne Scherben. Jede Menge Mondlichtscherben. Leider keine reine. Klumpen. Ja, ich sag mal, um die Waffe, um das Uchigatana ein bisschen nach vorne zu bringen, würde es definitiv reichen. Es gibt auch irgendwo, müsste es auch noch einen Händler geben, bei dem man das noch ein bisschen abkaufen kann. Das prüfen wir dann auch nochmal. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch noch was geht. Und jetzt machen wir erstmal hier unten den Kram fertig. Oh, hier auch noch eine Heldenseele. Also hier kann man, also in dieser Welt, die ist nicht wirklich schwer. Man kann wirklich schön sammeln. Ja, ohne Probleme sich hier bewegen. Wir können es ja alles mal ein bisschen im Zweikampf angehen. Ordentlich. Oh. Das ist hier also übrigens das Herz. Ne? Jetzt läuft man halt einmal drumherum. Lootet hier alles. Hier sind einfach nur ein paar von diesen Viechern. Also alles halb so wild. Man muss hier mit keiner großen Überraschung rechnen. Aber hier unten gibt es auf jeden Fall nochmal Items, die wir auch für die Platin-Trophäe benötigen. Ja. Ich sage es euch an, wenn man es sieht oder wenn sie gelootet werden. So, hier haben wir noch was. Oh. Die Heldenseelen ist natürlich klar, die helfen uns beim Leveln. Ups, was hat der? Quecksilber. Oh, was haben wir hier? Genau, Ring der Gier. Ah, das ist ziemlich cool, das Ding. Ne? Also mit Ring der Gier. Oh, das zeige ich euch dann vielleicht nochmal. Da kann man in 4-2 super geil abfarmen. Weil ich habe euch ja mal die Stelle gezeigt, an der man hier Goldmaske und Degen, ich glaube der Degen ist auf jeden Fall nochmal wichtig für die Waffentrophies. Wenn man nämlich den Ring der Gier sich nimmt, also legen wir den mal kurz an, den hier, der erhöht die Seelenbeute und den Silberarmreif. Der Silberarmreif ist so gemacht, dass er. Lalala. Genau, da kriegt man auch noch mehr Seelen. Und dann noch die Welttendenz in 4-2 oder in 4 komplett auf schwarz hat und dann in 4-2 diesen Reaper farmt, wie ich euch das gezeigt habe mit Pfeil und Bogen. Da kann man das ziemlich gut steigern. Ich glaube, bis, ich weiß nicht, 15.000, 20.000 Seelen oder sowas ist durchaus möglich. Ja. Also das ist eine super tolle Sache, ja. Ich glaube, da geht sogar noch was. Ich musste mal genau überlegen, was es war, aber das sind so die Möglichkeiten. Und gerade, und deswegen empfehle ich auch immer, gerade Mädel zu spielen, also nicht nur, weil man am Anfang die besseren Sachen findet und schneller drankommt, ja, sondern vor allem auch, weil der Silberarmreif zum Beispiel ja nur für die Damen gedacht ist. Also die Männer, die können das überhaupt nicht benutzen und tragen. Das bringt ihnen gar nichts, ja. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber gut, so ist es halt. Da kann man halt nichts machen. Okay, hier unten, das Ding ist gemacht. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt kommt eine sehr lange Aufgang. Sehr nerviger Aufgang, weil nämlich das zum Boss führt. Und da ist auch nochmal einer von unseren roten Bimmelmännchen. Ja? Diese Oktopusköpfe, die uns gerne das Leben schwer machen. Das heißt, im Prinzip ist hier alles clear. Es gibt noch 2-3 Items, die man looten kann. Die zeige ich euch noch. Das ist aber, ja, die sind nicht wirklich top versteckt. Ach, der mich erschreckt, ja. Die sind nicht jetzt nicht wirklich super wichtig oder so, aber das, was man jetzt hier halt eingesammelt hat, das ist wichtig. Das sollte man alles mitnehmen.